Wie viel Kei sind eigentlich nachhaltig für Lützeburg? Das ist froh, als der Forschungsprojekt Simba Nogang, den die wirtschaftlich und ökologisch Auswirkungen von Milchviehbetrieben in Sicht hat. Wie viel landwirtschaftlich Nutzfleisch haben wir zu Lützeburg zur Verfügung? Mit pro Avona gerechnet sind das 2000 Meter Kare. Aktuell wird das Fleisch vor allem für die Produktion von Dürrefutter genutzt. Darin sind 50% Grünland, also Wiesen, 12% Mais für Futter, 11% verschiedene Futter, das auf Ackerflächen angebaut wird, und 11% Kehren auch für Dürrefutter. Ein großer Teil von der landwirtschaftlichen Nutzfleisch könnte aber auch für die Ernährung von den Menschen genutzt gehen. Mehr aktuell sind das just knapp 15%. Dabei gingen die 2000 Meter Kari auf den Kabamfang durchgehen, für sich gesund und biologisch davon zu ernähren. Das allerdings nehmen, wenn wir uns regional als saisonal ernähren geben, aber wenn wir Nahrungsmittel, die auf Tiere basieren, wie Fleisch, Milch oder Eier, deutlich reduzieren geben. Aber wir dürfen keine Nahrungsmittel verschwenden, alles muss im Teller landen und nicht an der Pubelle. Hier eine möglich nachhaltige Form von Ernährung für Lützeburg, die auf eisener Grafläche könnte realisiert gehen. So könnte 55% von der Fläche weiterhin für Kei zur Verfügung stehen, 10% könnte für Geflügel und 10% für Schwein genutzt gehen. Deutlich mehr Fleisch wie Biselo gibt allerdings für die Produktion von Kehren, von Gemüse und Obst, von Urlisch, Grumpern, Zucker und Nüsse genutzt gehen. Wie viel Fleisch verbrauchen wir dann aktuell eigentlich pro Person? Aber im Moment sind das knapp 4000 Meter Kari auf den Kopf, also bald doppelt so viel Ackerfleisch, wie wir daheim im Land zur Verfügung haben. Das heißt, wir verbrauchen Land auf andere Plätze von der Erde. Für den Umbau von Pflanzen, die nicht an unserer Klimazone wachsen, ist das unvermeidlich. Der Import von Reis, Soja, Kaffee oder Cotton mischt da aber nur einen kleinen Teil aus. Den großen Anteil haben nämlich Futtermittel und Lebensmittel, die eigentlich auch bei uns könnten angebaut gehen. So gehen all Jahr ca. 28.000 Tonnen Soja importiert. Das entspricht einer Umbaufläche von 12.500 Hektar, vor allem aus Südamerika. Das heißt, alle Lützebäuer nutzt ungefähr die Größe von einem Tennisterrain für den Umbau von Soja- und Rehnbüschgebieten. Soja, das als Futtermittel für Lützebäuer Hänger, Schwein und Kei genutzt wird. 70% davon sind für das Futter von Kei, für das wir unser Steak um Teller und ein Milch am Glas haben. Kei bräuchten aber kein Soja, sie könnten ohne Problem von Grünland und Feldfutter ernährt gehen. Agenidat ist das besonders zu Lützeburg. 50% von der landwirtschaftlichen Nutzfläche hier im Land aus Grünland, das nicht mehr Kei optimal verwerten können. Dabei kommen an der biologischen Landwirtschaft weiter 30% von der Ackerfläche mit Feldfutter, für das der Boden fruchtbar bleibt. Gewinn Kei ausschließlich mit Grünland und mit diesem Feldfutter ernähren, hätte man zu Lützeburg genug Fleisch für 60.000 Kei zu halten. Aktuell gehen aber bald 200.000 Kei gehalten. Das Futter, was fehlt, geht mit Kraftfutter ersatt, darin noch viel Mais, Kehren und Soja. Was also lo? Genau heute setzt das Projekt Simba an. Expertinnen und Experten vom List, IBLA, Unilec, Jean Blou, der Ackerbauschule und Konvis haben zusammen geschafft, wie die Rennerhaltung zu Lützeburg auf eine wirtschaftliche und zugleich ökologisch nachhaltige Manier umgesetzt kann gehen. An der Landwirtschaft müssen wir den Spagat zwischen Ökologie und Ökonomie machen. Entscheidungen gehen dags für Jahrzehnte geholt. Am Simba-Projekt haben wir darüber geschafft, für die Betrieber können eine Entschädigungsgrundlage zu gehen. Wir haben verschiedene Szenarien simuliert und analysiert, was die Effekte davon sind. Es ist zum Beispiel simuliert, was geschehen, wenn Männer Kei gehalten gehen. Das Resultat ist, dass es positive Auswirkungen auf die Umwelt gehen. Mehr wird für den landwirtschaftlichen Betrieb wirtschaftlich nicht mehr machbar, mit einer zusätzlichen finanziellen Unterstützung, für das das Abkommen weiterhin gesichert ist. Es ist auch simuliert, was geschieht, wenn Männer Soja und Rinder gefüttert wird. Auch hier gibt es positive Umwelteffekte, aber auch hier brauchen landwirtschaftliche Betriebe wirtschaftliche Sicherheit. Es geht aber nicht nur um Subventionen und Forderungen und landwirtschaftliche Betriebe. Alle Akteure sind gefragt: Politik, der Lebensmittelsektor, Konsumenten und Forschung. Bei den Fleischrinder ist es nämlich gar nicht so einfach, Soja an der Futterration zu reduzieren. Der Markt verlangt, dass die Rinder an einer gewissen Zeit bereit sind, für geschlecht zu gehen. Und das kann ich nicht mehr mit einer Mais-Soja-Fuderation genäht timen. Mit einer Fütterung, die rein auf Grünland basiert, wäre das nicht mehr schwierig umzusetzen, weil dort die Rinder mehr loswürzen und ich nicht genäht kann, wenn sie bereit sind, für geschlecht zu gehen.
Unser Lebensmittelmarkt ist aber darauf ausgelöst, dass die Konsumenten zu allem Moment alles zur Verfügung haben. An der Milchproduktion wird die K-Ducks mehr Soja gefüttert, wie sie verwerten können, um sicherzustellen, dass das Höchstleistungs-Kei auch die gewünschte Milchleistung bringen. Das allerdings, obwohl wir zu Lützebüsch einen Selbstversorgungsgrad mit Milch von 167% tun. Das heißt, wir produzieren 2/3 mehr Milch, wie wir das selber brauchen. Und das auf einer Flasche, die uns eigentlich nicht zur Verfügung steht. Eine nachhaltige Landwirtschaft wird dem nur eine flaschengebundene Tierhaltung, die im Prinzip vom Feed No Food basiert. Das heißt, es gibt just so viel Ranner gehalten, wie wir im Gringland, was wir zur Verfügung haben, ernähren können. Dackerland wird hauptsächlich für die Produktion von Lebensmitteln benutzt und nicht für den Umbau von Tierfutter. Diese Transformation kann aber nicht nur von den landwirtschaftlichen Betrieben gedroht gehen. Hier ist die Politik gefragt, die richtig strukturell und finanziell Weichen zu stellen, für die landwirtschaftlichen Betriebe zu ermöglichen, ökologisch, aber auch ökonomisch nachhaltig zu wirtschaften. Mehr wesentliche Beitrag können auch wir als Konsumentinnen und Konsumenten leisten. Zum Beispiel gehen 1/3 von den Lebensmitteln für nicht produziert, weil sie verschwendet gehen oder aufgrund von optischen Normen nicht um Teller landen. In einem Teil von 55% der Rundhub privat steht, der durch Lebensmittel nicht zu viel kauft, zu schlecht gesehen an der Waschgehalt gehen. Weiter 29% gehen an der Produktion, 9% an der Restauration und 7% am Handel verloren. Lützebüsch ist aber auch ab puncto Fleischkonsum ganz weit vier. An der Moyenne ist alle Lützebäuer 89 Kilo Fleisch am Jahr. Gesund und nachhaltig wären aber zwischen 17 und 34 Kilo Fleisch am Jahr. Durch unseren hohen Fleischkonsum unterstützen wir eine nicht flächengebundene Tierhaltung und Produktion von Futtermitteln am Platz von Lebensmitteln auf unseren Ackerflächen. Als eine wirtschaftlich und ökologische Haltung von Kei und Ranner zu Lützebüsch umsetzbar, der Forschungsprojekt Simba liefert alle guten Elemente für diese Haltung zu Lützebüsch wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig zu gestalten. Durch Anpassungen auf die landwirtschaftlichen Betriebe können viele positive Umwelteffekte erzielt gehen und auch die Landschaft kann mehr vielfältig gehen. Das komplexe Zusammenhang muss nur an einer Vision von einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion für die Zukunft zusammen mit allen Akteuren ausgeschafft und da politisch umgesetzt werden.